So, Norbert, ich hoffe, dir geht's gut. Wir starten, würde ich jetzt sagen. Danke, Norbert, für deine Hilfe. Gut. Hey Leute, Fragerunde Teil 3, heute mit Bananas. Heute durfte er mal die Ansage machen. Leute, was geht ab? Ich bin's wieder vom Partystar Online mit weiteren Runde, Abschlussrunde, Fragerunde Teil 3 und diesmal wirklich die Abschlussrunde. Wir sehen im Moment hier noch gar nichts. Es ist wegen dieser Pappe. Was ist da? Aha, das ist unsere Website. Also, ich hoffe, ihr habt sie euch eingeprägt. Kleine Schleichwerbung nebenbei, aber es ist okay. Und die Website verrät Genau. unser Leben, was wir so gerade machen und so weiter. Mehreres dazu von ihm ist gleich in Kurzclip. Danke, Leo, dafür. Dafür kriege ich keine Gage. Aber Werbung dass ist der unsere Werbung. Website präsentiert wurde. Also, Einer nervt den anderen. Immer wieder mal reinklicken ist alle 2 Tage wird es aktualisiert und wir lassen uns immer wieder was Neues einfallen mit Berichten von uns privat. Jawohl. Also immer wieder mal reinschauen. www.3 als Zahl scoop.de. Bitte sehr. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit unserem Teil 3 und unserem Abschlussvideo. Perfekt. Los geht's. Ich bin dat. Mumi ist auch da. LOL ist auch da. Schwarz, Quatsch, Leo. Schwarz, Quatsch. Ja. Lernen mit Bubble. Dankeschön fürs Zusehen. Sprachen lernen, Bubble. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde sagen, Drehrädchen kennt ihr. Daran drehen, Fragenrunden ziehen. Wo sind unsere Fragen? Norbert, die Fragen? Die Fragen? Okay, ja, er hat es da hinten noch. Er backt noch aus. Damals, ja. Unsere Fragen. Danke. Danke, Norbert. Wirklich, ohne dich wären wir hier gar nichts. Also, die Fragen habt ihr hier geschrieben, uns wieder weiter beschert mit uns neuen Fragen. Ich würde sagen, wir machen jetzt gar nicht mehr hier so lange rum. Wir swipen weiter und starten mit der ersten Runde. Ich darf ziehen und wähle mir dann gleich zugleich die erste. Geh halt runter, du Zwilling. Die erste Runde aus. Mama, du darfst schon mal nehmen. Und los geht's. Also Mama, du bist gleich dran. Und so. Wir müssen schauen, dass wir hier Gas geben, weil das Video zieht sich sonst in die Länge. Wir haben zu viel gearbeitet. Ja. Weiter geht's. The next, please. Ich habe übrigens einen Muskel aufgebaut, ne? Also nicht wundern, warum hier das Shirt nicht mehr schlackert. Also ich trainiere zurzeit viel und also. Muskeln wie eine Maus krampfadern. Ja, weil ich merke es jetzt hier selber gerade, es wird mega eng, aber. Also an Papa. Und das Drehrädchen funktioniert mal! Gerade am Abschlussvideo. Wunderbar, ich würde sagen, wir machen gerade zwei. Ne? Also, genau. Du? Hattest du als Kind einen Spitznamen? Ihr könnt euch noch erinnern, welches Hobby hastest du? Einen richtigen Spitznamen habe ich nicht gehabt. Ich bin heutzutage noch, also mit aktuellem Stand heute heiße ich noch Karlchi, aber. Ja, das ist so ein Spitzname. Als Kind habe ich nie einen richtigen Spitznamen. Ja, ich habe zum Beispiel Leonardo heiße ich, bei mir hieß es mal Leo. Ja, aber bei mir ist das als Mark abgekürzt worden. Ja, ja, okay, passt das super. Aber die ist ja ganz normal, mein Gott. Weiter geht's. Drehrädchen drehen. Ja, zwackel doch mal. Zwackel, zwackel, drackel, dackel. Oh, mich. Schön. Gerade noch die Grenze, gerade noch die Grenze. Wir hatten es vorhin letztens mal in einem Video. Wann und wo bist du geboren? Also ich bin in München geboren und zwar am 9.05.2000. Echt, das Münchner Kindl. Also, und ich kun ein bisschen bayerisch, mehr oder weniger. Ich kun früh bayerisch, also von dem her. Aber ich würde sagen, das mache ich gar nicht mal lang rum, weil sonst versteht man mich gar nicht mehr. Und wir fangen mal weiter ins nächste Teil. Los geht's. Und ich drehe schon mal. Batz. Das Drehrädchen funktioniert ja prima. Papa, das ist gerade noch so bei dir an der Grenze. Ja. Gerade so. Was war dein Lieblingsspielzeug? Jetzt bin ich mal gespannt. Das war meine Holzeisenbahn. Oh, ist cool. Ja, ich bin auch ein Fan davon. Also, einen Faustcheck können wir schon mal machen. Das ist mal wieder erlaubt, aber keine Hand geben, noch nicht. Gut, los geht's. Weiter geht's, Mama. Und ab, Papa. Top, die Wette gilt. Thomas Gottschalk. Er ist übrigens auch ein super Moderator. Wohnst du zur Miete? Ja. Top, die Werte gilt. Kurz Dabei. Und gut. Kurz und knackig. Ja. Die Fragen werden einfach dann hier vorne hingelegt. Oder die fallen runter. Ja, Norbert hebt schon auf. Danke, Norbert. Zieh's mal zurück. Danke, super, perfekt, Papa. Ja, erstmal danke. Norbert, ich helfe dir mal. Übersetzt und wenn es so ist, dann wird die Frage an die Mama gestellt. Sonst und wenn es so ist, dann geht es an den Papa. Dann geht's an mich. Ah, okay, jetzt geht's erstmal so. Weil sonst drehen wir uns hier kaputt. Ja. Also Leonardo. Jawohl, so heiße ich. Komplett im Vollen. Du setzt eine Runde aus. Schon erledigt. Und ich drehe weiter.
Papa, wenn es so relativ wild funktioniert, du darfst zwei ziehen. Mega, jetzt darf ich zwei Fragen an dich stellen. Jetzt hoffentlich kriege ich keine Miesige rein. Ne? Jetzt nehme ich dich komplett auseinander hier. Ne? Ich habe einen Joker. Ich wie kleidest du dich? Stylisch modern. Gebe weiter. Mama. Also es ist wirklich stylisch und modern. Finde ich wirklich so. Schon wieder ich, sag mal. Ja, Fragerunde Teil 3, ne? Abschluss, ne? Abschluss. Das ist der völlige Abschluss. Für mich. Nee, ich habe Abschluss gesagt, aber auch gut. Also wieder. Ja, für mich ist der Abschluss. Hä? Noch kein Deutsch gelernt. Ach, du konntest. Gab es etwas, was du noch nicht konntest? Ja. Das konnte man eigentlich lesen. Also ja, na klar gab es einiges, was ich nicht gekonnt habe. Aber das hat man doch alles gelernt mit der Zeit. Ja, aber was gibt es bis jetzt noch nicht, was du nicht kannst? Ja, was ist bis heute noch nicht die, was ich nicht kann? Darauf bezieht sich ja die Frage. Was gab es bei dir bis heute, dass du noch nicht kannst? Das ist in gewissen Computersystemen, dass ich da irgendwo nicht weiterweiß und muss dann die Hilfe von meinem Sohn hinzuholen. Alles gut, aber dafür sind wir da. Mir kommt gerade ein Nieser. Ich weiß nicht, ob ich niesen soll. Ja, geht nicht an dich. Ich frage mich selbst. Gesundes. Ich frag schon wieder mich selbst. Und so soll ich niesen. Hallo, ich glaube, der hat einen Hänger. Ich frage mich schon dreimal selber. Schon wieder. Da, der hat hier hinten einen Hänger. Jetzt bin ich. Mama. Naja, aber gerade noch. Doch, weil das ist noch da. Mama, next, please. Jetzt sag wie. Ja, du musst ziehen. Er hat die Regeln schon wieder vergessen. Weg. Weggeschwacken. An mich. Ich bieg mal diese Spitze hier hoch. Eine lange Frage. Trägt eine Person in der Familie den gleichen Namen wie du? Nein. Wow. Gar kein Fall. Familiennamen? Also Lissi, Gürgi? Nein, okay, weil mein also Name Gürgi kommt eigentlich von Ungarn und jeder hat andere Namen gehabt. Meine Mutter hat Elisabeth geheißen, meine Oma Anna auch Elisabeth. Die beiden haben beide gleiche Namen gehabt. Aber es hat einen Familiennamen. Ja. Ja, aber nicht. Mama, bitte sehr, du bist. Hast du als Erwachsener einen Spitznamen? Natürlich. Mausi. Lissi. Mona Lisa. Geht. Ja, nee, Papa ist jetzt da. Sie kommt. Achso, nein, ich frage. Mama, mich. Also der Pfeil spielt heute mal absolut mit. Dafür schon mal Daumen hoch. Erinnerst du dich noch an dein Lieblingskinderlied? Und welches war's? Das heißt Ungarisch, die kann man nicht übersetzen. Okay, dann sing halt mal. Das kann ich. Ja, fang an. Auch wenn es Ungarisch ist. Die Ungarn da draußen, die jetzt gerade die Videos schauen, jetzt ein Lied für euch. Wenn ihr es gefunden habt oder erhört, jetzt sind wir gespannt, hier, jetzt musst du singen. Ich glaube, hier, da ist die Info. Schreibt immer da rein, was ihr denkt. Aber Moment einmal. Es ist Deutsch, wir wollen es auf Ungarisch hören. Wie hat meine beste Freundin gesagt, Edischem und Kimschem? Das ist doch dieses ja, süße Mädel da, ne? Ja. Ja, ja, klein. Egal. Kling, Glöckchen, Kling, heute mal hat mein Oma gesungen für mich. Ja, super, süß, passt doch. Das war heute mal Babylied. Und? Und weiter nicht mehr. Die Ungarische? Ja, das ist aber Deutsch. Ja, aber die Ungarische fehlt dir jetzt mal nicht so. Okay, die Info ziehe ich mal wieder runter, ne? Aber alles gut. Lass mal da endlich durchkommen. Eine kurze Sache noch, wenn ihr noch nicht gegrüßt worden seid, dann lasst einfach unterhalb dieses Videos in der Informationsbox einfach ein Hashtag Glocke aktiv da. Somit seid ihr herzlich willkommen im nächsten Video und ihr werdet live gegrüßt. Abonnieren bitte. Ich grüße euch jetzt schon mal alle live. Natürlich, ich grüße meine 87 Abonnenten mit einem Kuss da draußen, live da draußen. Danke fürs Zusehen, danke fürs Abonnieren und bleibt mir weiterhin treu, macht Werbung für mich und ihr startet gut hinaus. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert zugleich, dann macht dieses rote Signalbutton einfach zum Grauen. Dankeschön. Weiter geht's. Geht's weiter, Gott sei Dank. Hast du gern warm oder kalt? Warm. Ah, warum? Warmblüter, wie das Pferd. Gibt auch Warm- und Kaltblüter. Ja. Also weiter geht's. Komm. Kippie. Ja, wir haben da noch ein paar Fragen. Ne? Ja, ich, oder? Ja. Ja. Sehr schön. Ich schau mal, wie viele Fragen. Oh, du suchst eine Runde aus. Mega. Dann nehme ich jetzt mal eine Frage. Also wir haben noch. Du musst erstmal hier. Wir haben noch vier Fragen mit der.
Scheffel. Erstmal Taler. Ja, klar. Du darfst zwei ziehen. Eins, zwei. Jetzt haben wir nur noch eine Frage, die wäre gleich dir. Dann ist die Box leer. Ja, weil ich die wenigste Fragen gestellt habe. Wo, worauf steht. Achso. Wo. Wonach sehnst du dich? Nach Freiheit und Geborgenheit. Wie wär's mal wieder mit Arbeit? Danke! Sorry! Ich mag ja drauf, aber. Könnt ihr euch erinnern am ersten Teil? Da wird vor dem 1. Juni nichts gehen bei mir. Da habe ich doch gesagt, worauf sehnst du dich, hat der Papa mir gestellt und ich habe gesagt, auf Urlaub. Und er so, und wie wär's mal wieder mit Arbeit? Und ich so, ach so, ja stimmt, natürlich auch. Sobald der Hotel- und Gaststättenbetrieb wieder grünes Licht gibt. Gut, dann kommen wir in der letzte Frage, also vorletzte. Was hast du gern als Kind gemacht? In die Hose geschifft. Oh. Weil ich war zu faul, um aufs Klo zu gehen, ohne Schmand. Norbert, da haben wir kurz in die Ecke geschiffen. Okay, schade. Ah ne, jetzt muss man anders machen, warte mal. Hey Norbert. Ja, Leo. Darf ich mal kurz in die Ecke schiffen? Nee, eigentlich nicht. Okay, schade. Leo, ich glaube, du setzt dich mal wieder hin und machst die Runde zuletzt weiter, weil sonst kommen wir da gar nicht durch. Gut, die letzte Runde. Die letzte. Aha! An Norbert geht nicht. An Mama. An Leo Box. Nee, an Papa. Nein. Nee, an Papa. Es geht an mich, ja. Und ich sag, Norbert, dann auf Wiedersehen. Was sind deine frühesten Erinnerungen an zu Hause? Wow, das sind frühere Erinnerungen von zu Hause, was sind geblieben? Wir hatten ein eigenes Haus in Coburg, in der Finkenau. Das ist ein 12-Seelendorf mit 8 Häusern. Und frühere Erinnerungen, mein Gott. Du hast gerne im Sand gespielt. Ich habe gerne im Sandkasten gespielt. Du hast auch gerne Autos zwischen die Türe gedrescht. Genau. Bam, 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 bam. So hast du mir meine Oma erklärt. Matchbox-Autos zwischen die Türen. Wir hatten damals so eine Eisentür und die habe ich immer Matchbox-Auto rein und mit der Tür so ein Wuff, Wuff. Also wuff. Sein nächster Beruf, Wunsch, Schrottpresse. Also stimmt hier oben ab, welchen Beruf ihr als Kind schon mal angewähnt habt oder versuchen wolltet. Gut, Leute, ich sag damit herzlichen Dank, das Drehrädchen spielt mit und ich würde sagen, wir fahren weiter ins nächste Video. Dankeschön fürs Zusehen, das war nun das Abschlussrunde von dieser wunderbaren Fragenrundenstellung. Teil 3, Abschluss in dem Fall. Und ja, ich würde sagen, diesen Durcheinander hören wir jetzt mal auf und würden sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch haben diese Teil 3, alle drei Teile gut gefallen. Vergesst das Abonnieren nicht und vergesst auch das Reinschauen in unserer Website auf jeden Fall nicht. Und ja, ich würde sagen, ihr seid dann somit in der Leo-Crew. Und in der Leo-Crew könnt ihr dann Partystar online mir folgen und einfach mit mir Party machen. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Let's go together auf zu Norbert. Dankeschön. Ciao. Norbert, wir machen Cut. Cut, ne? Cut. Also darf ich Cut machen? Ja. Okay, Cut. Ciao. Goodbye.